Ahoi zusammen zu einer neuen Folge Grundlagen für Pixelkapitäne. Es wird eine schnelle, kurze Folge. So ist das, wenn man aus dem Urlaub zurückkommt. Da hat man nicht allzu viel Zeit. Aber genau dafür gibt es dann auch immer wieder mal kleine Themen, die sich relativ kurz erklären lassen und noch viel besser an einem praktischen Beispiel zeigen. Worum geht's heute? Es geht heute um das Thema Trigger Control, ja, das ist ein englischer Begriff, das Kontrollieren des Abzugs bei einem Gewehr oder bei einem Geschütz und bezieht sich insgesamt eigentlich eher darauf, wann ist es klüger, nicht zu schießen, obwohl ihr einen Gegner in Reichweite habt oder hättet. Eins vorweg, das ist jetzt schon mal ein Thema, das sich dann ein bisschen spezieller daran ausrichtet, dass ihr ein Gefecht unbedingt gewinnen wollt. Es gibt Spieler, die sagen, naja, ich will aber lieber feuern, ist auch okay. Dann könnt ihr vielleicht die heutige Folge getrost überspringen. Oder ihr guckt sie euch trotzdem an, weil vielleicht nehmt ihr ja trotzdem noch irgendetwas Lehrreiches mit für euer Gameplay. Worum geht's? Grundsätzlich, gerade bei Schiffen, die eine sehr, sehr gute Verborgenheit haben, ich habe jetzt hier mal einen britischen Premium-Zerstörer der Stufe 8, ja, 5,5 Kilometer Erkennbarkeit und eine Geschossreichweite von, naja, etwas mehr als doppelt, ja, also knapp 12 Kilometer. Das heißt, da kann es durchaus sein, dass ein Gegner sich in eurer Geschützreichweite befindet, ihr den theoretisch beschießen könnt, vielleicht sogar versenken, aber ist die Frage, ist das immer klug, ja, also sofort, wenn man einen Gegner hat, drauf zu schießen. Und da ich ja gerade dabei bin, die japanischen Kreuzer nochmal neu hochzuspielen, hat sich dann heute die Gelegenheit ergeben, mit der Tenryu, mit dem Stufe 3 Kreuzer der Japaner, eine Szenerie mal durchzuspielen. Gucken wir uns die mal kurz an. Geht nur um die groben Werte. Ja, ausgebaut hat die Tenryu eine Reichweite von 12,4 Kilometern, hat 7 Kilometer Torps. Und das Concealment, die Verborgenheit ist eh schon relativ gut mit 8,3 Kilometern. Mit einem entsprechenden Kapitän bekommt man das sogar runter auf 7,2 Kilometer. So, und da war jetzt ein Gefecht, da hatte ich eine Situation, wo ich unsere Träger verteidigt habe und kurz danach eben in so eine Situation kam. Das war eine Überzahlsituation, 3 gegen 1, plus die Träger, die noch mit versucht haben, sich zu verteidigen. Ich ein bisschen angeschlagen und dann die Frage, wann ist es klug, wie und wo das Feuer zu eröffnen? Und das schauen wir uns jetzt mal kurz an. So, da sind wir jetzt im Gefecht. Nicht wundern, ich nehme die freie Kamera, damit ich euch zeigen kann, was los ist. Also, mein Team da drüben, wir sehen es an der östlichen Flanke, stößt ganz gut vor, aber hier oben stehen meine Flugzeugträger und außer mir ist da nichts weit und breit. Wir haben da auf der Minimap noch die Derzky gesehen, die wird, na, vermutlich hier hochpushen, ist ein Gunboat-Zerstörer und die hat Verstärkung in Form von zwei Schlachtschiffen, einem Kreuzer vielleicht und vielleicht noch ein Zerstörer. Ja, und in der Tat, die Derzky pusht vor, aber die Tenryu ist ein guter Zerstörerjäger. Meine Träger sind so freundlich und spotten sie mir auch. Ja, das macht es mir ein bisschen einfach. Jetzt auch nicht wundern, wenn ich hier meine Torpedos einfach absetze. Das ist der Replay-Bug, wo halt im Replay die Orientierung der Geschütze und ihr seht es, die zeigen wo ganz woanders hin. Im Gefecht war das aber direkt drauf. So, und ihr seht, das ist tatsächlich drauf. Ich treffe die Derzky auch gut, meine Torpedos gingen daneben, aber bei meiner Geschützpower ist das jetzt nicht das Problem. Und mit vereinten Kräften, die Träger und ich, kriegen die Derzky versenkt. So, erster Schaden abgewendet. Aber ihr habt es gesehen, da hinten hat gerade die Miyagi geschossen und die letzte, die eingeschlagen hat, hat gut wehgetan. Ich repariere sofort. Drei, die auf mich zielen. Ich hoffe, dass ich gleich unentdeckt werde. Aber die Kaiser hat auch nochmal getroffen. Und ich bin jetzt nur noch auf einem Viertel meiner Strukturpunkte. So, und was mache ich jetzt? Also, ich habe Gegner in Reichweite, die Friant und die Kaiser. Ich bin aber unentdeckt. Und meine Position, in der ich bin, ist jetzt eher suboptimal. Ja, weil wenn ich jetzt feuere, schießen ein paar Schiffe auf mich und ich werde versenkt. Das will ich nicht, weil ich will meinem Team noch länger helfen und aktuell ist das Gefecht eh noch lange nicht rum. Also, was machen wir? Das Erste, was ich mache, ist, ich nutze die Torpedoreichweite
und die Kombination der guten Erkennbarkeit oder der geringen Erkennbarkeit meiner Tenryu. Ja, ich positioniere die Maus jetzt mal da, wo die maximale Entfernung war, als ich die Torpedos abgefeuert habe. Und ihr seht auf der Minimap, dass die Friant jetzt tatsächlich in die Reichweite dieser Torpedos reinfährt. Obwohl ich nur 7 Kilometer Reichweite habe und die Friant konstant so bei etwas über 8 Kilometer ist. Und dann sehen wir es jetzt auch, ja, da hinten kriegen wir einen schönen Treffer auf die Friant mit unseren Torpedos. Das heißt, das kann ich bei Schiffen machen, die eine Torpedoreichweite haben, die relativ hoch ist, also so nahe an der Erkennbarkeitsgrenze dran, 7 Kilometer Torpedoreichweite und 7,2 Kilometer Erkennbarkeit und eine relativ geringe Erkennbarkeit. Japanische Kreuzer, japanische Zerstörer, wo das nicht ganz so klappt, sind die amerikanischen Zerstörer der unteren Stufen oder russische Kreuzer. Aber was mache ich jetzt? Ich kann jetzt hier weiter Torpedos werfen und hoffen, dass die Friant mal irgendeinen frisst. Oder ich muss irgendwann mal feuern und jetzt wechseln wir mal wieder in die andere Ansicht und ihr seht, ich gucke die ganze Zeit drauf. Ich habe die ganze Zeit auf diese Friant geguckt. Mensch, was mache ich, was mache ich, was mache ich, was mache ich? Ich habe eine Hoffnung, nämlich dass die Friant, und wir sehen es jetzt auf der Minimap, so nah an unserer Langley dran ist, die Hermes konnte wegfahren, dass die Friant nur auf unseren Träger fixiert ist und dass tatsächlich alle Gegner nur auf unsere Träger fixiert sind. Ja, wir haben es gesehen im Hintergrund, die beiden Schlachtschiffe schießen auch auf die Langley. Und das ist natürlich jetzt ein Vorteil für mich, weil jetzt kann ich hier die Friant beschießen, ohne dass ich dabei Schaden nehme. Und das ist halt so eine Eigenart, viele Spieler. Oh, der Träger ist offen, schießen drauf. Ja, kann man mal machen, aber nicht, wenn man währenddessen von anderen Schiffen beschossen wird, weil jetzt ist die Friant versenkt. Ich wechsle mal wieder in die allgemeine Kamera. Und ich bin unentdeckt, weil die zwei Schlachtschiffe außerhalb meiner Reichweite sind. Hätte die Friant mich beschossen, hätte sie danach immer noch den Träger versenken können. Und das Gefecht wäre wahrscheinlich zu meinen Ungunsten ausgegangen und die Friant hätte mindestens zwei Kills gehabt. So hat sie gar keinen. So, was mache ich jetzt? Denn es steht nach Schiffen, naja, 6 zu 5, wir haben zwei Caps. Aber so klar ist der Vorsprung nicht oder so stabil. Denn die Schlachtschiffe da drüben sind alle einzeln aufgereiht. Das ist für jeden Träger und der Zerstörer, der irgendwo noch ist, ein gefundenes Fressen. Außerdem haben sie noch ein Schlachtschiff da unten. Die beiden Schlachtschiffe hier sind in Reichweite unserer Langley und ihr seht, die nimmt kräftig Schaden. Was mache ich jetzt? Die Hermes und das C-Cap ist sicher und ich fahre Richtung B, weil ich vermute, dadurch, dass der Zerstörer schon länger nicht mehr entdeckt war, dass der auch nach B fährt. Jetzt könnte man fragen, warum schieße ich nicht? Ich könnte die ja ablenken. Stimmt, könnte ich machen. Ich könnte auch versuchen ranzufahren und zu torpedieren. Das hat ja mit der Friant gerade so gut geklappt. Aber die Chancen dafür sind relativ gering und auf dem Weg dahin wird die Langley sowieso versenkt werden. Das heißt, im schlimmsten Fall verlieren wir bei der Aktion zwei Schiffe, ohne dass der Gegner eins verliert. Und dann würden wir wahrscheinlich auch das Unser Gefecht Sieg ist in verlieren. Sicht. Denn da unten, ihr seht es, die Flieger an der Orion versenken jetzt gleich unsere Orion und die Langley hier ist jetzt auch versenkt. So, und jetzt steht's 4 gegen 4. Jetzt lasst mal den gegnerischen DD noch ein bisschen Glück haben mit seinen Torps und die zwei pushen jetzt hier rein, dann wird's eng. Aber wie ich vermutet hatte, der gegnerische DD fährt nach B und jetzt ist es spannend, was Trigger Control noch alles kann oder was noch dazu gehört. Ich fahre nahe an die Insel ran und werde erst dann auf den gegnerischen DD feuern, wenn ich so an der Insel vorbei bin oder gleich an der Insel vorbei bin, sodass die zwei Schlachtschiffe da hinten mich nicht beschießen können. Ja, ihr seht's, der Counter geht sofort hoch auf 2. Da ist der DD. Ich schieße, weiche ein bisschen aus, habe tatsächlich noch Glück, weil ein Satz Bumpeln kommt noch über die Insel, der andere nicht. Jetzt muss ich nur auf die Torpedos aufpassen, weil Feuer! da kommt keiner mehr drüber. Torpedos voraus! Genau, da sind die Torpedos und jetzt kann ich relativ in Ruhe, die Salve war wichtig, den gegnerischen Zerstörer versenken. Einmal trifft er mich noch, aber erst dann versenkt. Also Trigger Control, die erste, ja, vom Feind wegfahren in eine bessere Position. In dem Fall hatten wir jetzt noch Unser das Sieg ist in Glück, Sicht. beziehungsweise die Situation, dass wir erahnt haben, wo der gegnerische Zerstörer hin will.
Mit ein bisschen, mit ein paar tausend Gefechten Erfahrung werdet ihr das auch irgendwann mal hinkriegen. So, was mache ich jetzt? Theoretisch könnte ich jetzt hier sitzen bleiben, denn so wie es aussieht, fliegt der gegnerische Träger mich nicht an. Der ist da drüben auf unsere zwei Schlachtschiffe fixiert. Aber ich will den Sack zumachen, Deckel drauf, wie es so schön heißt. Also fahre ich Richtung Alpha Cap. Und ein Gegner sagt schon richtig, ja, bomb the cruiser at B. Also weist seinen befreundeten Träger an, doch bitte mich zu bombardieren, weil ich nur noch wenig Lebenspunkte habe. Wäre definitiv die bessere Alternative gewesen, als sich mit ein paar Torpedobombern an zwei, naja, fast vollen Schlachtschiffen zu versuchen. Und auch hier wieder Trigger Control. Die gegnerische Längli ist in Reichweite, aber ich möchte nicht aufgehen, bevor ich in einer besseren Position bin. Ich überquere jetzt hier diesen Bereich. Da könnte mich die Miyogi da drüben locker beschießen. Ich habe nicht mehr viel Strukturpunkte. Ein Overpen oder zwei würden mir den gar ausmachen. Deswegen feuere ich erst, als ich A selber entdeckt bin und B hier um die Insel rumkomme. Ihr seht, die Miyogi da hinten schaltet auf. Aber bis die feuern kann, bis die ihre Türme ausgerichtet hat, bin ich um die Insel rum. Und damit ich sicher hinter dieser Insel bleibe, beache ich mich tatsächlich. Ja. Und wir lassen jetzt da drüben, oder wir farmen da drüben die Längli. Ja, auch hier seht ihr wieder Replay-Bug. Die Geschütze nicht ausgerichtet, kommt jetzt erst, aber alles geht Richtung Längli. Also das ist nur ein Bug, kein Cheat oder ähnliches. Ja, die Längli kriegt noch eine Staffel Flieger weg. Aber bis die bei mir sind und mich versenken können, habe ich die Längli versenkt und damit hat die Längli dann nur noch einen Satz Torpedobomber, nämlich den sie in der Luft hat. Und auch hier, es ist absolut okay, dass mich die Längli jetzt versenkt. Sie verschwendet damit zwei Torpedos, die sie vielleicht dann eher an einem Schlachtschiff da hinten hätte anbringen können. Und mein Gott, dass ich jetzt hier versenkt werde, damit habe ich jetzt kein Problem, denn jetzt haben wir das Gefecht garantiert gewonnen, weil die zwei Schlachtschiffe hier unten, ja, und meine zwei Schlachtschiffe, bis die hier sind und bis der Gegner hier in der Mitte ist, haben wir nach Punkten gewonnen. So, da sind wir wieder im Hafen. Also, das war jetzt mal eine kurze Runde in der Tenryu, vor allem der Ausschnitt, wo es eben darum geht, wann es klüger ist, mal nicht zu schießen. Und wie so viele Punkte, es kommt immer drauf an, Übersicht übers Gefecht zu haben. Was passiert gerade um euch rum? Wo sind die Gegner? Habt ihr irgendwo einen Ausweg zur Verfügung, mit der ihr euch aus irgendeiner Situation, selbst wenn sie plötzlich ungünstig für euch werden könnte, rauslavieren könnt? Und denke mal, das war eigentlich durchaus mal ein wichtiger Fingerzeig, wie diese Übersicht funktionieren kann. Ganz allgemein, Minimaps so groß wie möglich machen und lieber einmal zu viel einen Blick drauf werfen, als einmal zu wenig. Ansonsten war es das heute schon wieder von mir. Ich werde jetzt noch ein bisschen mit der Furutaka, die habe ich mir gerade wiedergeholt, ein bisschen die Meere unsicher machen. Und wünsche euch noch ein schönes Restwochenende, einen angenehmen Start in die neue Woche. Weiterhin viel Spaß beim Spiel und bis zum nächsten Mal. Immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel.